Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Marizel und bin hier heute auf der Altenstein. Und unser Hasso streunert hier gerade umher. Ja, da wollen wir doch mal gucken, dass wir ihm was zu futtern geben. Aber ich glaube, da muss ich wieder den Avatar wegnehmen. Das ist immer so doof. Man kann das nicht anwählen. Ich mache mal eben die Anzeige an. Aber es ist mir bisher noch nie gelungen mit Avatar. Ah, doch, jetzt kann ich es machen. Ja, wunderbar. Das ist das erste Mal, dass das hier mal so... Vielleicht stehe ich zufälligerweise mal am rechten Ort dafür. So, da kann er jetzt gleich futtern, der Gute. Genau, ne? Lass es dir schmecken. Aber bei mir heißt du nicht Wastel, bei mir heißt du Hasso. So. So, wir müssen schauen, dass wir da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die beiden sind immer noch am Diskutieren. Okay, okay. Gut, gut. Und zwar hatte ich festgestellt, ganz zum Schluss, als ich das gespeichert hatte, das Spiel, dass da wieder einer blockiert ist. Ich werde mal durchhüpfen, das ist besser. Dann komme ich da eher hin und schneller hin. Und zwar hier. Da ist mal wieder einer blockiert. Ja, ja. Das kleine Bäumchen hier hat er sich ausgesucht, der Schlawiner. Okay, da werde ich den mal anschalten. Dann machen wir das mal, dass wir das lösen hier, das kleine Problemchen, ne? Ist ja im letzten Vorgewende, wie ich ja so sehe. So, zurück. Also, wenn ich das hier so kann, wieso kann der das nicht, ne? Ganz einfach ist das gegangen. So. Ja, ich habe ihn schon mal ein bisschen retten. Wie ihr seht, ist der nächste Wegpunkt schon mal drin. So, dann lasse ich den hier mal weitermachen. Was ist nun wieder? Weshalb fährst du jetzt wieder nicht weiter? Wovon wirst denn du blockiert hier? Hä? Du wirst gar nicht blockiert. Das stimmt doch gar nicht. Mann, Mann, Mann. Da werde ich noch ein Stück selber vorwärts fahren. Na komm schon. Da ist wirklich irgendwas am Hängen, aber ich weiß nicht, woran. Am Gras kann man ja eigentlich nicht hängen. Ne? Unglaublich. Jetzt hält den Grashalm, der da vorne auf dem Feld ist, oder wie? Ich glaube, ich spinne. Ha. Ich fahre jetzt selber. Das ist nicht mehr viel. Das werden wir mal eben selber erledigen hier. Da braucht man nicht Lohn bezahlen. Und da kommen wir vorwärts. Der Rest ist ja schon gemacht. Das ist ja schon mal gut. So, und das machen wir jetzt selber. Die Baumkrone, das ist schon vorbei. Jetzt kann ich hier weitermachen, ohne dass ich hier irgendwas übersehe. So. Okay. Aha, die Textur wird anders, wenn ich hier drüber gehe mit dem Steinsammler. Guck an. Das ist ja gut. Das hatte mich ja interessiert. Jetzt haben wir es festgestellt. Dass das also tatsächlich so ist. Das gefällt mir. Dann ist das ganze Feld einheitlich in der Textur und so möchte ich das gerne haben. Aha, Oma, im Schloss sind sie wieder am Feiern, man hört's. Moment, man hat ja die Steine hier nicht mitgenommen, hier vorne. Oder waren das Pflanzen? Nee, das sind Steine. Die nimmt er nicht mit. Warum? Okay, dann lasse ich ihn das letzte Stück mal noch bis da vorne selber fahren. Mal gucken, ob dann die Steine verschwinden. Nee, die werden einfach nicht mitgenommen. Warum auch immer. Das war wahrscheinlich das gleiche Problem wie bei dem anderen Feld, bei diesem Grasfeld. Da war das ja auch, dass an den Seiten die Steine geblieben sind. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum macht er das hier nicht? Auch die Textur ändert er hier nicht an der Seite. Die ganze Reihe hier. Eieieie, ich würde mal sagen, da werden wir was dran ändern. Das lassen wir nicht so. Das gefällt mir nicht.
Wenn sich das nicht bearbeiten lässt, dann nehme ich einen Pinsel, ganz einfach. So. Das ist die einzige Möglichkeit dann. Aber ich kann auch noch mal mit Feld erstellen, aber das haben wir ja gemacht. Und da haben wir ja diese Textur bekommen und jetzt nimmt er mir die Steine nicht weg. Das ist ja merkwürdig. Wir fahren noch mal von der anderen Seite hoch. Und wenn das dann immer noch so ist, dann werde ich den Pinsel nehmen. So. Aufklappen das Ganze. Extra über den Feldrand hinaus. So. Angeschaltet ist es. Unten ist es. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Steine jetzt hier verschwinden. Keine Ahnung, werden wir gleich feststellen. Wenn ich so weit übers Feld hinausgehe, vielleicht klappt das. Jetzt hat es geklappt. Na, guck mal an. Okay, dann ist alles bestens. Also muss man sich danach richten, wo die Maschine die Breite hat, nicht wo die Räder sind. Die Walze ist zwar bis außen hin, wie man sehen kann, dreht sich ja bis außen, aber hier, bis hierhin nimmt er die nur weg. Sieht so aus. Hier sind sie jetzt auch weggeschnitten. Ich doch direkt die Kante hier besser nochmal ab, falls irgendwo noch irgendwas ist. Vielleicht kriege ich da vorne den Grasbüschel dort auch noch weg, an dem er angeblich hängen geblieben ist. Hier oben ist auch noch eine Stelle, die noch nicht ganz erwischt wurde. Jetzt aber. So. Gut, hier war ja alles weg. Hier ist alles bestens. Aber der Vollständigkeit halber fahre ich die Runde jetzt knapp. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt gleich wieder hängen bleiben da vorne. Obwohl ich gar nichts sehe, woran man hängen bleiben kann. Wer weiß, vielleicht ist, vielleicht ist ja was im Boden. Nö, jetzt nicht, guck an. Jetzt nicht. Okay. Das Feld ist fertig. Sogar der Grashalm ist weg. Ha, so habe ich es gern. Gut. Zusammenklappen das Maschinchen. Viele Steine waren es nicht. Na? Machst es jetzt, macht es. Okay. Prima. Ich nehme mal den Kurs raus. So. Drehen wir mal um, wenn wir es irgendwie hier hinkriegen, auf dieser Stelle hier. Ja, das wird eng. Aber es klappt. Das ist die Hauptsache. So. Gut, das hätten wir. Das Feld ist also vorbereitet. Muss ich das eigentlich noch düngen? Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, das habe ich schon mal gedüngt. Ja, wunderbar. Brauchen wir nur noch aussäen. Das ist doch mal richtig gut. So, Mensch, ich war ja fleißiger, als ich dachte. Jetzt werden wir erstmal vorfahren zum Hof. Steinsammler jetzt wegbringen, ich weiß nicht so recht. Eigentlich ist das nicht so sinnvoll. Hier ist ja auch noch zu sammeln. Soll ich den erstmal hier draufstellen, auch wenn es nur ein Teilbereich von dem zusammenlegenden Feld ist? Ist ja nur ein Teilbereich, aber. Und hier einen Kurs jetzt machen, ist eigentlich auch Blödsinn. Ne, das machen wir erst, wenn wir während die Felder richtig zusammengelegt haben, nach der Ernte da. Das lasse ich jetzt. Ich bringe den also jetzt zum Händler. Kann der auch alleine machen. Gleich mal schicken. So. Na, du Maus. Okay. Händler. Händler Service, ja genau. Das ist richtig.
Da fährst du hin. Was? Kein Weg? Seit wann denn das? Da sind wir ja schon x-mal hingefahren. Was? Fahrrad zur Werkstatt? Wieso findet der da keinen Weg? So ein Unsinn. Händler, Händler, selber ist nicht mehr immer auf Händler. Mal gucken, was dann passiert. Was ist denn das? So ein Quatsch. Naja, hör auf zu klingeln und zu melden. Wir fahren persönlich. Das ist das Beste, wenn ihr so dumm seid. Da fahren wir halt persönlich. Von wegen kein Bild gefunden. X-mal sind wir hier lang gefahren. So ein Unsinn. Das stimmt doch gar nicht. Ist alles eingefahren. Und hat funktioniert. Und ich habe nichts verändert. Das ist manchmal schon ein bisschen merkwürdig. Ich mache jetzt mal vorsichtshalber den Editor an, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier was verändert habe. Aber vielleicht habe ich ja mal, wenn der Editor an war, irgendwas angeklickt. Das ist ja möglich. So, hier geht's hoch. Das ist alles richtig. Genau. Ach, Händler, Serbe. Ach, guck mal hier. Da will er die Verbindung. Die habe ich nicht gemacht. Na, guck mal. Aber den Weg zum Händler hätte er trotzdem finden müssen. Hat er auch nie gefunden. So. Gut. Da hängen wir den gut mal ab. Und dich schicke ich zurück zum Hof. Zur Werkstatt. Wieso fährt der zur Werkstatt? Ja, willst du übers Dach oder was? Hier wirst du nichts finden. Hier kannst du nicht zur Werkstatt. Du fährst nicht zur Werkstatt. Das ist ein dickköppiger Kerl. Gut. Ich verkaufe jetzt erst einmal, nicht verkaufe. Ich gebe dir jetzt erstmal das Teil hier zurück. Wir müssen jetzt. Der Trigger? Ach, da drunter. Jawohl, bitteschön. Zurückgeben. So, jetzt ist der Trigger frei. Jetzt stelle ich dich dahin und repariere dich. Es ist ja ein bisschen was an Beschädigung. Vielleicht stört dich das. Komm mal her. So. Wohl, bitteschön. Oh, ganz schön teuer. Über 3000 Öcken. Mann, 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 Mann. Die nehmen es auch von den Lebendigen, hä? So, fährst du jetzt zum Hof? Aha. Na, das ist ja ein Ding. Das hatte ich so immer nicht. Okay, dann fahr du mal. So, hier hatten wir gemäht. Genau. Der Gute kann auch zurück zum Hof. Wieso ist denn der so sauber? Hat das geregnet? Nö, hat's nicht. Der ist gar nicht dreckig geworden. Nicht schlecht. Okay, wir brauchen einen Schwader. Den muss ich natürlich kaufen. Können wir uns aber leisten, wie ich das sehe, auf dem Portemonnaie da oben. Ja. Das können wir uns leisten. Jetzt nehmen wir erstmal den Kurs hier raus. Und dann muss der zurück zum Hof. So, komm mal her, mein Guter. Du hast gut gearbeitet. Hier ist ein Weg. Den könnte man eigentlich gleich mal benutzen. Wo geht denn der hin? Führt der nach Hause? Ja, nicht, ne? Da ist der Schafstall. Also müssen wir in diese Richtung. Den Weg nutzen wollen, müssen wir in diese Richtung. Und das ist hier aber noch nicht eingefahren. Denke ich mal. Nee, sieht man ja nicht. Ich habe ja einen Editor an. Alles klar. Da kommt man dann hoch zu diesem Eismann. Aber den habe ich von der Straße aus eingefahren.
Aber nicht von hier oben aus. Weil das genügt ja. So, mal gucken, ob du auf dem Hof ankommst. Ich schicke dich mal zum Hof. Schauen wir mal. Kann das sein, dass er hängen bleibt? Wir bleiben mal besser dabei. Ist er nicht weit, ist er schon da unten. Ja, es ist halt sehr ruckelig hier. Dieser Feldweg. Ja, schön langsam, schön bremsen. So ist gut. Der dann da irgendwie den richtigen Weg auswählt, das werden wir gleich sehen. Bin mal gespannt. Das ist auch das erste Mal, dass ich von hier oben einen nach Hause schicke. Kommst du hier rum? Ah, na guck mal, das klappt. Ja, prima. Hofsilo. Ah ja, genau. Das ist ja Ding. Das klappt ja wunderbar, wie es aussieht, bis jetzt. Und jetzt, wo willst du denn jetzt hin? Na, das sollst du aber nicht. Halt. Da sollst du gar nicht hin oder musst du auch gar nicht hin. Warum fährst du nicht links rum? Das ist doch hier eingefahren, jawohl. Du brauchst nur hier rumzufahren. Guck mal, du musst nicht auf die Straße und dann von unten die Brücke nehmen. Aber hier könnte der Fehler sein. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Genau, von hier ist der Fehler. Na, guck mal an. Ach, da steht ja auch schon jemand. Ich wollte mal sagen, ich verbinde die beiden mal hier. So. Dann wird er das nächste Mal dann tatsächlich dann hier lang fahren und nicht über die Straße wollen. Jetzt setze ich dich aber von Hand hierher. Weil das ja sowieso jetzt nicht anders geht, weil ja der andere da noch steht. Also vom Händler aus hierher gefahren. Jetzt mache ich erstmal den Editor aus. So, warum habe ich den eigentlich nach Hause geschickt? Den anderen da. Wir brauchen ja noch den Schwader. Der darf gleich nochmal losdüsen. Komm mal her. Na komm. So. Bist du heile, jetzt solltest du auch gut zum Händler finden. Tanken müsst man auch. Aber es gibt ja am Ort eine Tankstelle. Werden wir nachher gleich erledigen. Jetzt fährst du aber erstmal zum Händler. So viel Sprit hast du noch. So. Und ab. Tja, wenn er repariert ist, geht's. Na, guck mal an. Händler-Service war ja nicht verbunden, aber Händler hätte er machen müssen vorhin. Da hat er sich aber stur gestellt. So, dabei werden wir mal reingucken beim Händler wegen einem Schwader. Den besitze ich noch nicht. Den brauchen wir jetzt aber. Schauen wir mal eben. Wo haben wir die? Da. Okay, was haben wir denn da zur Verfügung? Das sieht ja sehr komisch aus hier. Mal da noch was anderes. Ach du lieber Himmel. Ha, das kann ja heiter werden. Der ist zu groß hier, das kann ich mir knicken. Obwohl, wie breit ist denn der? Ah ja, 14 Meter, ja, ja, das ist nichts für diese Map. Was ist denn das für ein Teil hier? Das ist ein einseitiges vermutlich. Ja, ja. Nee, wollte ich eigentlich nicht so gerne. Wie viele Meter hast du? Noch mehr, 15. Was ist das für einer? Der sieht auch nicht so sehr groß aus. Der hat 9,7 Meter. Den kenne ich gar nicht. Den habe ich noch nie gehabt. Dreisige Kreisel hier. Ah, der wird vielleicht auch nach einer Seite
Wegen dem Teil hier, das sagt mir das irgendwie. Weiß nicht so recht. Nee, das lasse ich lieber. Ist auch ein ziemlich langes Geschlenker. Da hat man wieder Schwierigkeiten, um die Kurven zu kommen, ne? Oh, da haben wir gar nicht viel Auswahl hier. Überhaupt nicht. Was bist du für einer? 8,4 Meter. Das könnte einer sein, den ich verwenden könnte. Ich miete mir den erstmal, um sicher zu gehen, dass ich mir hier jetzt nicht zu viel Geld ausgebe und es nachher vielleicht nicht funktioniert. Das weiß man ja nie so genau. Ja, der sieht schön klein aus. Hab mich wohl nicht verschätzt. Schauen wir mal. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ich klappe den mal auf. Ist auch nicht ganz so doll lang. Ja, der ist nicht so sehr lang. Das könnte tatsächlich was sein. Klappen wir das gute Teil mal aus. Na, guck mal. Doch, das ist doch in Ordnung. Hätte ich sogar kaufen können. Na gut, jetzt weiß ich's. Können wir immer noch. Okay, klappen wir wieder zu. Schön animiert. Den nehmen wir uns mal mit. So. Dann werden wir mal ausprobieren, das Teilchen, wie das funktioniert. So, schön hier gedrückt drüber. Genau. Dann fahren wir mal eben zu dem Feld da hoch, wo wir gemäht haben. Gut. Oh ja, hier muss ich wieder ein bisschen langsamer fahren. Sonst springt er mir aus der Spur. Der wird jetzt auch denken, schon wieder ich, wieso muss ich jetzt schon wieder arbeiten? Die anderen kennen ja auch mal, ne? Du warst halt gerade am nächsten. So sieht das aus. So, hier fahren wir jetzt hoch. Prima, klappt doch ganz gut, ne? Klappt doch ganz gut. Dann kannst du auch gut ziehen. Ich merke, das sollte funktionieren. Müsste mich zwar ein bisschen anstrengen, wenn es steil hoch geht, aber ansonsten. Na, wo hängst du denn jetzt? Was ist denn hier? Ach, so ein kleines Schild hier schon wieder. Da hakst du dich schon wieder an. Versuche ich das mal ohne Kollision zu machen. Sonst muss ich dich irgendwie ausheben. Diese kleinen Dinger immer. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier jetzt nicht irgendwas erwische, wo ich nicht erwischen will. Genau, so kriegen wir mal an das Ganze. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert hat. Hat zwar nicht da gestanden, ob das Schild damit gemeint ist, aber ja, na also, geht doch. Das ist auch kaum zu sehen hier, es fällt überhaupt nicht auf. So. Ich würde mal sagen, ich stelle dich mal hier drauf. Wir können ja mal probieren, einen Kurs zu machen. 8,4 hatte er gesagt. Ich mache mal eben kurz die Anzeige an. Ja, 8,4 hat er. Gut, dann gucke ich mal. Job erstellen. Hier oben. Das ist Wiese 3. Ja, ich glaube, Wiese 3 war das. Feldposition. So. Das sieht interessant aus. Na, mal gucken, was das wird.
Wir werden es sehen. Oh, guck mal, es hat er übernommen. 8,4. Ist ja auch kein Mod. Vorgewende, ich nehme nur 2. Ich glaube, das ist besser. Wir fangen auf Bahnen an. Jawohl. Weich. Jo, das ist in Ordnung. Generieren. Sieht ganz ordentlich aus. Dann probieren wir das jetzt aus. Speichern wir das mal. Wiese 3 mit 8,4 Metern. Gut. So. Erster Legpunkt, bitteschön. Hier trage ich das mal besser ein. Ich hoffe, ich habe das irgendwo. Oder habe ich die Wiesen separat? Ja, ich glaube. Ja, genau. So, gut. Und jetzt fängst du hier bitte schön an am ersten Wegpunkt. Ich hoffe, dass das klappt. Schauen wir mal. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Oh, die Zeit ist ja schon wieder drüber. Halt mal an, mein Guter. Halt. Wir müssen erstmal das Video beenden. Dann machen wir das halt im nächsten Video. Ne, liebe Zuschauer, ich bedanke mich jetzt dann ganz herzlich fürs Zuschauen. Die Zeit ist wieder so schnell vergangen. Tut mir leid, aber ich möchte nicht so doll überziehen. Wir sind schon bei 26 Minuten. Das ist unglaublich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da. Ich freue mich auch schon auf eure Kommentare. Bin immer sehr, sehr interessiert, von euch zu lesen. Das ist immer sehr, sehr schön. Man bekommt auch manchmal sehr hilfreiche Tipps. Jeder weiß irgendwas und insgesamt wissen wir dann zusammen alles, ne? So ungefähr. Also, dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Eure Maritzel.